Einerseits spülen wir sie auf der Weide natürlich, weil da würden wir uns erhoffen, dass die Schafe ihr Futter von der Weide, vom Gras beziehen und wir nicht zufüttern müssen oder nur geringfügig zufüttern müssen. Momentan müssen wir uns eigentlich zu 100% zufüttern. Beim Weinboss sind wir teilweise recht stark betroffen von der Trockenheit, besonders in einer jungen Anlage. Da merkt man es gravierend. Heuer ist natürlich schon ein Ausnahmejahr bis jetzt. Das kenne ich noch nicht, seit ich daheim bin, seit diese 7 Jahren. Niederösterreich, Spanien, Frankreich, Italien. Überall ist es trocken. Was früher grün war, ist jetzt welk. Wo es artenreich war, staubt es. Europa erlebt womöglich die schlimmste Dürre seit 500 Jahren. Durch die Klimakrise werden solche Extremereignisse häufiger. Wie werden wir in Zukunft mit der Wasserknappheit umgehen? Und wie sehen mögliche Lösungen aus? Dranbleiben, wir legen los. Der blaue Planet. 71% der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. 1,4 Milliarden Billionen Liter. Für uns zugänglich ist davon nur ein winziger Bruchteil. Circa 97% des Wassers auf der Erde sind Salzwasser. Und 3% sind Süßwasser. Das meiste davon ist gefroren. Nur 0,3% davon bleiben uns als Trinkwasser oder zur Bewässerung. Und diese 0,3% sind ungleich verteilt. In Südamerika zum Beispiel steht pro Einwohnerin viel mehr Wasser zur Verfügung als im Osten oder Süden Asiens. In den letzten Jahrhunderten hat man versucht, sich damit zu arrangieren. Städte wurden in der Nähe von Flüssen gebaut, Kanalisationen wurden angelegt, Grundwasser angezapft und ist damit aus ökologischer Sicht mancherorts zu weit gegangen. ForscherInnen gehen davon aus, dass wir die planetare Grenze für Süßwasser überschritten haben. Mögliche Folgen: sinkende Grundwasserpegel und Wasserknappheit. Durch die Klimakrise wird sich das Problem noch verstärken. Für knapp 50% der EU-Fläche galt heuer im Sommer eine Dürrewarnung. Das ist extrem, wird aber in Zukunft sehr wahrscheinlich häufiger vorkommen. In Kombination mit ausgetrockneten Flüssen und Seen, Ernteausfällen und rationiertem Trinkwasser. Laut der Europäischen Umweltagentur ist jetzt schon jeder 7. Mensch in Europa von Wasserknappheit betroffen. Gleichzeitig gibt es immer öfter Sturmfluten. Für das Grundwasser bringt das aber nicht viel. Trockene Böden können Wasser schlechter aufnehmen als feuchte. Es spricht also einiges dafür, sorgsamer mit dem wenigen Wasser, das uns zur Verfügung steht, umzugehen. Nur das Gegenteil ist im Moment der Fall. Der Wasserbedarf ist in den letzten Jahrzehnten drastisch gestiegen, jährlich um etwa 1% seit 1980. Man rechnet damit, dass das bis 2050 so weitergeht. Das liegt einerseits daran, dass immer mehr Menschen auf der Erde leben. Andererseits brauchen wir für unseren Lebensstil Millionen und Abermillionen Liter Wasser jedes Jahr. 130 Liter sind es durchschnittlich pro Person in Österreich pro Tag. Rechnet man aber das virtuelle Wasser mit, also das, was wir für unsere Kleidung und Ernährung brauchen, sind es über 4.700 Liter pro Person pro Tag. Das meiste Wasser schluckt die Landwirtschaft. Rund 70% des weltweiten Wasserbedarfs werden für die Bewässerung und Bewirtschaftung von Feldern verwendet. Landwirtschaftliche Bewässerung ist oft billig. Das hat auch dazu geführt, dass in sehr, sehr trockenen Regionen Obst und Gemüse angebaut werden. Effizient ist das, was das Wasser angeht, nicht immer. Finanziell hat sich das trotzdem gelohnt. Bisher. Die intensive Nutzung in Kombination mit der Klimakrise machen den Anbau in manchen Regionen immer schwieriger. Österreich ist verglichen mit anderen Ländern noch in einer glücklichen Lage, erzählt mir Roman Neunteufel von der BOKU in Wien. Aber wir sind zum Glück immer noch rechtzeitig dran. Also wir haben noch nirgendwo eine echte Übernutzung der Grundwasserkörper, aber wir sehen, das kann kommen. Ich glaube, dass wir da in der Region jetzt keinen akuten Wassermangel haben, sondern einfach einen Niederschlagsmangel. Und das ist das Hauptproblem. Also ich glaube, dass so vom Grundwasser her zumindest im Moment das noch ausreichend ist und auch für Wasserversorgung, für Bevölkerung und so, dass da im Moment noch kein Problem ist, aber einfach der Niederschlag fehlt. Und das ist das Hauptproblem für uns in der Landwirtschaft. Tobias führt gemeinsam mit seinem Cousin Severin einen Biobauernhof in Oberstdorf in Niederösterreich. Trockenheit sind sie im Weinviertel gewohnt. Aber der heurige Sommer ist extrem. Ja, normalerweise bewässern wir nicht und heuer müssen wir beim Gemüse bewässern. Und normal wird in unserer Region schon bewässert, die Ackerkulturen, aber wir sind ein Betrieb, die eher nicht auf Bewässerung setzen, nur halt in Extremfällen wie dieses Jahr. Es ist paradox. Je heißer es wird, desto mehr Wasser brauchen wir. Gleichzeitig steht uns durch die Klimaveränderungen immer weniger Wasser zur Verfügung. Aber dafür gibt es eine Erklärung. Sind zu viele Treibhausgase in der Luft, verändert sich der Wasserkreislauf. Höhere Temperaturen lassen mehr Wasser schmelzen und verdunsten. Gleichzeitig kann die Atmosphäre mehr Wasser aufnehmen. 1 Grad mehr bedeutet 7% mehr Wasser in der Luft.
Das Wasser verschwindet also nicht einfach, wir können es nur nicht mehr nutzen. Und dann gibt's noch einen negativen Side-Effekt. Mehr Wasser in der Atmosphäre bedeutet auch mehr Wasserdampf. Wasserdampf ist aber ein Treibhausgas. Je mehr davon in der Luft ist, desto stärker erwärmt sich der Planet. Ein Rückkoppelungseffekt. Für Österreich bedeutet das konkret, dass sich die Niederschlagsmenge vermutlich kaum verändern wird. Aber sie wird sich saisonal verschieben. Mehr gebündelter Niederschlag, vor allem im Winter, längere Trockenperioden im Sommer. Das hat natürlich Folgen. Man muss eigentlich immer ein bisschen pokern, weil ich kann jetzt nicht darauf setzen, dass nächstes Jahr genauso trocken ist wie heuer, sondern es könnte ganz anders sein. Und teilweise ist oft dann der Jahresniederschlag sehr ähnlich, aber die Verteilung ist komplett anders. Und das sind so die Herausforderungen. Es wird also unsicherer. Das macht Wasser immer kostbarer. Die Bank Goldman Sachs zum Beispiel hat es als das Petroleum des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Konflikte sind damit quasi vorprogrammiert. Nur ein Beispiel. In Italien fordern Landwirtinnen, mehr Wasser von den eh schon fast ausgetrockneten Flüssen und Seen anzuzapfen. Je nachdem, was angebaut wird, könnte die Ernte wegen der Dürre heuer um bis zu 70% geringer ausfallen. Gleichzeitig wollen andere die Schifffahrt und den Tourismus retten, die Fische schützen. Es wird also Zeit, über Lösungen zu sprechen. Ein erster Reflex wäre, Wasser einen höheren Preis zu geben. Wird es teurer, Felder zu bewässern, könnte es ja dazu führen, dass sorgsamer mit dem Wasser, das noch zur Verfügung steht, umgegangen wird. Nur Wasser ist eben kein Petroleum. Es kann nicht wie andere Ressourcen behandelt werden. Ohne Petroleum war es früher vielleicht finster, aber ohne Wasser sterben wir. Wie also etwas bepreisen, das unbezahlbar ist? Wir leben in einer globalisierten Welt. Und das ist irgendwie natürlich insofern ein Problem, weil der Weltmarkt diktiert den Preis. Ja, man kann es als Konsument kann es schon ein bisschen verschieben natürlich, aber der Großteil der Konsumenten ist einfach gar nicht in der Lage, die teureren und wahrscheinlich umweltschonenden Produkte zu kaufen. Es ist also wieder mal kompliziert. Regulierungen würden helfen, sagt Roman Neunteufel. Am Preis müsse man nicht unbedingt schrauben. Es geht vor allem darum, Bewusstsein und Transparenz zu schaffen. Aber es gibt eben so ein paar Sachen wie der CO2-Fußabdruck oder der Wasserfußabdruck, der in dem Produkt steckt. Gäbe es eine Kennzeichnungspflicht, wäre das ein erster Schritt. Also man muss noch gar nicht irgendwas verbieten. Es muss auch gar nicht irgendwas teurer werden. Was die Landwirtschaft betrifft, sie wird sich in Zukunft wohl auch verändern, weil sie sich an die neuen Bedingungen anpassen muss. Das bedeutet vor allem, effizienter zu sein, weniger Wasser zu verbrauchen, indem zum Beispiel Bewässerungssysteme optimiert werden. Je weniger Fläche versiegelt wird, desto mehr Raum gibt man dem Boden, mit starken Regenfällen umzugehen. Und Arten, die weniger Wasser brauchen, werden vermutlich wichtiger werden. Ja, wir versuchen auch wie andere Landwirte, glaube ich, in der Region einfach Humus aufzubauen, weil da kann das Wasser besser speichern. Das versuchen wir vermehrt durch Zufuhr von organischem Material auf die Felder, durch Zwischenfrüchte, dann wird einfach die Erosion abgehalten, dann bleibt der Humus am Boden. Und in Zukunft werden vielleicht auch andere Früchte angebaut werden. LandwirtInnen bekommen die Auswirkungen der Erderhitzung besonders stark zu spüren. Und damit indirekt auch wir. Je weniger geerntet werden kann, desto teurer werden Lebensmittel. Und über den Krieg in der Ukraine haben wir noch gar nicht geredet. Die Risiken im Zusammenhang mit Wasser werden voraussichtlich mit der steigenden Erderhitzung zunehmen, prognostiziert der Weltklimarat. Vor allem für jene, die besonders verwundbar sind. Wie dramatisch es wird, können wir aber bis zu einem gewissen Grad mitentscheiden. In erster Linie, indem damit begonnen wird, die Treibhausgase drastisch zu reduzieren. Aber erzählt ihr mal, wie geht ihr mit dem Wasser um? Und was haltet ihr von der Idee, Produkte mit einem Wasserfußabdruck zu versehen? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es gerne und passt auf euch auf.